Hallo und herzlich willkommen zu FitMix Cardio Training. Wir machen heute eine halbe Stunde lang Cardio Training und im Intervallstyle heute. Das heißt einfach, wir beginnen mit einem Warm-up und haben dann drei Lieder, in denen wir immer in 45 Sekunden arbeiten, 45 Sekunden arbeiten, 15 Sekunden Pause haben und immer mal wieder extra Pause, um zu trinken, um sich abzutrocknen, Spaß zu haben während den Intervallen. Wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Sonst überziehe ich wieder ganz maßlos hier. Starte mit einem Hüft- oder schulterweiten Stand. Atme erstmal tief ein. Bleib oben. Und atme aus. Sehr gut. Wir kreisen mit den Schultern. Komm erstmal wieder an. Gedanklich. Letztes Mal, die Schultern bleiben tief, der Kopf neigt nach rechts, Ohr zur Schulter und nach links. Wir bringen Länge in die Seite und lass die Schultern entspannt. Langsam wieder zur Mitte, wir schauen einmal nach rechts und nach links. Und bevor wir einschlafen, machen wir das ein bisschen schneller. Rechts und links, ein fließender Übergang. Bleib wieder in der Mitte, öffne die Arme und komm nach vorne. Für die Schulterblätter. Atme noch ein und aus. Letztes Mal, Hände auf die Oberschenkel, mach dich rund im Rücken und tief. Fokus auf den Rücken, die Wirbelsäule. Noch drei, zwei, eins, roll dich nach oben. Easy Step Touch. Rechts und links. Keine Sorge, nachher wird es noch viel schneller. Nimm die Arme dazu. Aus dem Single Step Touch. Zweimal nach rechts Double. Und zweimal nach links. Wenn du nicht so viel Platz hast, mach den Step Touch einfach kleiner oder bleib beim Single. Letztes Mal, Single Leg Curl. Linke Ferse, rechte Ferse. Füße bleiben weit. Bauch bleibt fest, Oberkörper aufrecht. Wir bleiben im Single Tempo, aber die Arme über die Seite anwinkeln. Nochmal Spannung auf die Schultern, aber Schultern tief. Noch acht, sieben. Neue Bewegung, Knie im Wechsel. Einmal links, einmal rechts. Leichte Oberkörperrotation ist schick. Arme darfst du mitnehmen. Und auch gerne von der Decke. Vier, drei, zweimal. Links, Double, Double. Noch vier, drei, Achtung, wir marschieren auf rechts. Komm erst wieder an, sortier dich. Schultern gerne noch mal ein bisschen kreisen. Atme noch mal ein. Aus, neue Bewegung. V-Step. Rechts, links, nach vorne. Arme aktiv dabei. Gerne angewinkelt. Oder strecken. Fußwechsel. Starte mit links. Achtung, links. Oder hier. Gerne die Beine beugen. Letztes Set. Step, Knee Repeater. Rechtes Knie. Standbein links leicht gebeugt. Lehn dich dagegen. Arme aktiv dabei. Noch acht. Immer den Fuß weit zurücksetzen. Vier, drei, Seitenwechsel. Step, Knee Lift. Knee Repeater. Bauchnabel noch drin. Brust noch stolz. Mundwinkel nach oben. Vier, drei, einmal geht noch. Nimm den Arm. Rechts. Und das rechte Knie.
Ja, nochmal ein bisschen Seitenspannung. 8. 4. Seitenwechsel. Ihr merkt schon, das Lied dümpelt gerade aus. Gleich vorbei. Dann geht's mit der ersten Cardio-Einheit los. Ich hoffe, ihr seid auch schon warm. Wahrscheinlich habt ihr schon Bauch gemacht. Und letzter. Einmal ausschütteln. Gut. Wir haben 6 Intervalle. Jeweils 45 Sekunden Arbeit und dann immer 15 Sekunden Pause. Wir haben eine erste Bewegung aus Tiny Run und Sprint am Platz. Ja? Gut. Wenn das nicht geht, marschier am Platz. So, komm schon mal in Bewegung. Egal welches Bein. 45 Sekunden. Tiny Run. Knie hoch, Arm aktiv. Und Tempo Sprint. Lehn dich leicht nach vorne. Wieder aufrichten. Und vor. Denk dran, wenn es gar nicht mehr geht, bleib in Bewegung. Und auch gerne hier ein bisschen schneller werden. Du darfst doch mal die Nachbarn aufwecken. Die sind bestimmt noch wach. Letztes Mal. Und lösen. Nicht vergessen, das brauchen wir gleich wieder. Neue Bewegung. Auf zu. Stell dir vor, wie auf einer Leiter. Hast du 3 Punkte und wirst schneller. Komm mit. Der Ladder Run. Ja, ich möchte jetzt nicht den hier sehen. Das könnt ihr im Zumba machen. Jetzt machen wir Cardio. Auch hier, du kannst dich immer rausnehmen, fordere dich heraus. Arm aktiv, dich einfach hängen lassen. Lass den Nacken lang, das heißt, knick nicht ein. Da geht noch was, oder? Und lösen. Wir kombinieren Tiny Run, Sprints und dann eine kleine Runde Straddle, also Ladder Run. Wir sind bereit? Tiny Run. Sprint am Platz. Lehn dich nach vorne. Mach dich bereit. Ladder Run. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wir hören nicht auf. Tiny Run. Sprint am Platz. Denk an die Alternative. Tempo. Auf zu. Komm hoch. Sprint am Platz. Auf und zu. War noch gar nicht so lang, oder? Nicht früher aufhören. Manchmal sehe ich's. Okay. Alles beiseite schieben. Neue Bewegung. Am Platz. Entweder Marsch oder Scissor. Vor und zurück. Arme aktiv. Bauchnabel rein. Ich zeig's mal von der Seite. Ja, lass die Fersen oben. Wenn du mehr möchtest, zieh die Schulterblätter zusammen. Über Kreuz und hinten zusammen. Wenn das zu viel ist, bleib hier. Und atme. Wie viel noch? 3, 2, 1. Und lösen. Okay. Neue Bewegung. Knee Lift am Platz. Oder ein kleiner Bounce auf den Fußballen. Gerne die Faust mit nach oben. Auch hier, egal welche Seite. Hauptsache im Wechsel. Wenn gar nichts mehr geht, tipp nach vorne. So, die Nachbarn sind oben laut. Einmal durch die Decke knallen.
Faust durch die Decke. Immer schön. Stolzes Knie, stolze Brust. Countdown. 4, 3, 2, 1. Und lösen. Letzter Intervall für den Lied, für dieses Lied. Kombination aus Scissor und Knee Lift. Ready? Scissor. Mit oder ohne Arme? Knee Lift. Scissor. Ranziehen. Spannung in die Schultern oder nur die Arme? Nur die Beine. Lehn dich nochmal vor. Richte dich auf. Und wenn gar nichts mehr geht, irgendwas geht immer. Letztes Mal. 4, 3, 2, 1. Und lösen. Oh. Geht noch weiter. Okay. Was habe ich vergessen? Weiß nicht. Ah nee, gar nicht. Es ist Pause. Ich vergesse immer, dass hier noch extra Pause ist. Ihr habt 30 Sekunden Zeit. Plus, minus. Mehr plus. Bleib in Bewegung. Darf sich auch gerne mal ein bisschen frisch machen. Zweites von 3 Arbeitsliedern. Fokus auf Boxen. Immer noch Cardio. Jetzt ist der Kopf dabei. Bounce am Platz. Wir haben eine Raumbewegung nach rechts und bounce. Nach links und bounce. Rechte Faust, 4-mal. Locker nach links. Steig mit ein, lauf nach rechts. 1, 2, 3, 4, locker. Faust fest. Wenn das zu hektisch ist, mach einfach 3. Ja? 1, 2, 3, locker vor. Dreh dich mit ein. Lehn den Körper in die Richtung. Bring mehr Gewicht in den Schlag. Arme hoch, das gibt schöne Schultern. Und trainiert den Bauch. 4, 3. Letzter. 2, 1. Und lösen. Füße mindestens schulterweit, Beine gebeugt. Bauchnabel rein. Wir treffen das Kinn vom Gegner. Der Uppercut. Oberkörper dreht mit ein. Das ist halbes Tempo. Wir werden schneller. Eine Mitte. Keine zwei Kinns bitte. Denk an die Vorlage. Und lass den rechten Winkel im Arm. Wir wollen nicht das eigene Kinn treffen, ja? Ansonsten einfach weiter nach vorne gehen. Mit der Faust. Und nicht mit der Hüfte, sondern mit der Schulter. Auch gerne in deinem Tempo. Ja, wir haben auch langsam angefangen, dann darfst du auch kraftvoll arbeiten. Kein Problem. Die letzten. 4, 3, 2, 1. Boing. 1 und 2. Einmal da lang, bounce, einmal da lang, bounce und dann 16. Okay? Bounce am Platz. Es geht nach rechts für 4. Bounce. Nach links. Bounce, erde dich, Uppercut. Ja, wir haben kombiniert. 8-mal mehr. Es geht nach rechts. 1, 2, 3, 4. Locker. Aktive Erholung. Erde dich. Bauch rein. 8, 4, nach rechts. 1, 2, 3. Alles okay. Uppercut, Kinn. 4, 3. Schon wieder 2, vorbei. 1. Rest. Boing. Sehr schön. Wir haben jetzt ein bisschen Wechselübungen. Schau mal her. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Rechte Faust
und rechts, links, rechts. Koordination. Hier passiert noch nicht so viel, außer ganz viel im Kopf. Eins, zwei, eins, zwei, drei. So, lehn dich gerne ein bisschen weiter in den Schlag, nach vorne. Vor allem der erste Schlag, der darf zählen. Und wenn das gar nicht klappt, hau einfach drauf. Das ist schon okay. Du triffst auch so. 4, 3. Letztes Mal mit links. 2, 1. Und lösen. Rest. Ja? 1, 2. 1, 2, 3. Und baff. Füße parallel. Neue Bewegung. Wir treffen jetzt die Wange. 4 Haken. Prepare mit rechts. Machst du bereit? 4. Und mit links. So, was passiert hier? Der Arm bleibt doch hier, gebeugt im rechten Winkel. Wir treffen mit dem großen Knöchel ungefähr die Wange vom Gegner. Löst die Ferse rechts, nimm die Hüfte mit und die Schulter. Gutes Bauchtraining. Also am Kopf vorbei. Letztes, nee, gar nicht letztes Mal. Da will ich schon aufhören. Mach weiter bitte. Sehr gut. Keine halben Sachen. 4, 3. Jetzt aber letzter. 2, 1. Und rest. Boing. Wir kombinieren. Wie wird das aussehen? 1, 2, 1, 2, 3 und 4, 3. Bleib mit mir auf rechts nochmal. 1, 2, 1, 2, 3 und 4, 3. Seitenwechsel. Nutz das als aktive Erholung für den Körper. Wenn du sagst, das brauche ich nicht, ich weiß, wie es geht, häng dich rein. So, hat dich heute irgendjemand genervt? Jetzt darfst du es rauslassen. 4, 3. Fast schon wieder vorbei. 2. Ein Bonus-Hook, einer noch. Sehr schön. Zweites Lied vorbei. Du hast die Möglichkeit, was zu trinken. Bleib in Bewegung. Der letzte Part wird anstrengend. Ich gebe Optionen an. Wir machen gleich Jumping Jacks und haben theoretisch einen Air Jack. Wenn dir das gar nichts sagt, ist auch gut. Du wirst es gleich sehen. Gut, locker machen. 5 Minuten 16. Dann noch ein Cooldown. Bounce am Platz. Fester Bauch. Komm schon mal in einen Easy Jumping Jack. Auf und zu. Wenn das gar nicht geht, du willst heute nicht springen, Side Tap. Die Arme sind dabei. 4. Über Kopf, über Kreuz. 3. Und immer die Hüfte. 2. Du kannst hier bleiben. 3. Hopp. Hopp. Ein Airjack. Also ein Jack in der Luft. Optional. Oder easy, wenn es mal gar nicht geht für die Arme. Ja? Wenn du gerade irgendwie eine 5-Kilo-Scheibe oder so in der Hand hast von einer halben Stunde. Und lande immer soft, gerade beim Airjack. 4, 3, 2, 1. Sehr gut, einmal lösen. Unsere Lieblingsübung heute. Auf, zu. Auf und zu, der Burpee. Was passiert hier? Öffne weit. Nimm die Hände auf den Boden, Füße springen zurück, geh in den Stütz, Bauch bleibt fest. Wenn das gar nicht geht, spring entweder auf und zu oder arbeite in deinem Tempo. Alles okay. Four,
Letzter. Und lösen. Beste Cardio-Kombination des Abends. 3 Jacks oder 4. Und dann der Burpee. Ready? Auf zu. Let's go. Mit oder ohne Sprung. Burpee. 3, 2, 1. Auf. Beugen. Oder. Alles okay. Bleibt in Bewegung. Herzkreislauf. Ich glaube ja, nur noch eine Wiederholung. Und ich habe recht. Sehr schön. Das war schon das Schlimmste. Wir haben nur noch eine letzte große Kombination. Starten wieder easy mit dem Knee-Lift. Gerne mit langen Beinen. So nach Burpees möchte man nicht unbedingt springen, oder? Oder doch? Wenn das mit den Beinen gar nicht geht, Tipp nach vorne. Rücken gerade. Fast vorbei. Noch 4, 3. Und lösen. Bleib in Bewegung. Fast wie vorhin. Knie ranziehen. Ja, wir hatten vorhin den hier. Jetzt holen wir es von der Decke runter. Knie rechts und links. Mit oder ohne Sprung. Jetzt hast du die Möglichkeit, dich mal irgendwo hinzudrehen. Aus dem Fenster gucken. Unter die Nachbarn. Hast du die Pflanzen heute gegossen? Hat geregnet, ne? Aktiv die Arme. Zur Hüfte ziehen. Nur noch 4. Bleib in Bewegung. Kombination, 4 Kicks und 4 Knee-Pull. Tap, wenn es gar nicht mehr geht, ja? Ready Kick. Zieh die Knie und die Arme tief. Kick nach vorne. Zieh ran. Denk dran, ich zeig liebend gern die Alternative. Dafür bin ich ja da, ne? Lass die Brust nicht hängen. Das sind die letzten Sekunden vor dem Cooldown. Und lösen. Alles gut? Trink noch mal was. Gut gemacht. Wenn dir das zu wenig war, mach einfach nochmal 20 Minuten. Einfach nochmal von vorne anfangen. Cool down. An Hüft bis Schulterweiter Stand. Knie sind soft. Swing side to side. Wir bringen den Puls wieder auf Normalzustand. Du hast dein Schlagzeug dabei. Boing. Ganz locker. Und damit es auch gut aussieht, gerne mal über Kreuz. Bock. Auch gerne mal oben. Und wieder easy schwingen. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hast dich nirgendwo gestoßen.
Kreis mit den Schultern. Einmal nur links und rechts. Und marschier am Platz. Das darf gerne klein sein. Atme tief ein. Und aus. Zweimal mehr. Den letzten halten wir oben. Schultern tief, öffne nach außen. Fingerspitzen schön spreizen. Schultern tief, Nacken entspannt. Und wir klatschen. Zumindest sieht das so aus, als würden wir klatschen. Du darfst natürlich auch richtig klatschen zu Hause. Darfst auch mal die Arme nach oben nehmen. 4, 3. Easy schwingen. Wieder locker werden in den Schultern. Vier, drei. Marsch hier rechts am Platz. Und up. Schultern kreisen. Handgelenke. Gerne mal kleine Fäuste machen. Mal ein bisschen kreisen. Richtungswechsel. Und langsam zum Stillstand kommen. Schnapp dir den rechten Fuß am Sprunggelenk. Knie zusammen, Hüfte schiebt nach vorne. Wenn es wackelt, ist nicht schlimm. Such dir einen Punkt. Oder vielleicht hast du was zu greifen. Hüfte schiebt vor. Rechter Fuß hinter den linken. Rechter Arm hoch und dann einmal rüber. Bring Länge in die Seite und öffne die Achsel. Oder den Achsel. Seitenwechsel. Linken Fuß an den Rand holen. Knie zusammen, Hüfte vor. Schulter entspannt. Lächelst du noch oder bist du vollkommen fertig? Linker Fuß hinter den rechten. Linker Arm hoch, Bauchnabel rein und komm rüber. Locker. Was du mit dem machst, mit dem Arm ist egal. Ich mach gern den hier. Und öffnen. Füße mindestens schulterweit. Beug die Beine und wander mit den Händen Richtung Boden. Lass den Oberkörper mal hängen. Und wenn du kannst, zumindest die Finger sind am Boden, streck die Beine mal in die Länge. Wir wollen die Beinrückseite geben. Darfst auch hier gerne ein bisschen federn für den Oberkörper, für den Rücken. Dann beug die Beine, roll dich langsam wieder auf. Kreis mit den Schultern, bring die Füße zusammen. Schultern tief, Kopf neigt nach rechts. Über die Vorderseite langsam. Ohr zur Schulter. Hand tief. Über die Vorderseite zur Mitte. Schau nach vorne. Kreis nochmal mit den Schultern. Marschier auf rechts. Öffne. Die letzten Sekunden. Schwing nochmal mit mir mit. Mit uns. Und dann bedanken wir uns. Bedanke ich mich, dass ihr mitgemacht habt. Hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bald ist Wochenende. Hol nochmal die Sticks raus. Ah, gleich geht's in die Küche, die Bratpfanne. Bei uns gibt's heute Abend Salat und Lösen. Sehr schön. Ich würde sagen, wir hören jetzt auf, oder? Also macht's gut. Wir gehen nach Haus, oder? Oder haben wir noch was vor? Bleibt gesund. Und tschüss.